Ein Budget für den Mistkübel. So nennt die Opposition heute den Vorschlag des Finanzministers. Sie verlangt aktuellere Schätzungen trotz der Unsicherheiten wegen Corona. Herzlich willkommen bei der Zeit im Bild. Ein Paukenschlag dröhnt heute durch das Justizministerium. Ministerin Alma Sadic entmachtet den umstrittenen Sektionschef Christian Pilnacek und baut seine Abteilung um. In Wales läuft der Prozess gegen einen Arzt, der mehr als 100 Buben sexuell missbraucht haben soll. Und das Wetter morgen wird zeitweise sonnig. Es ist ein Budget der Krise, das das Parlament seit heute debattiert. Das Problem ist nur, die Krise ist in diesem Budget noch gar nicht abgebildet, aber der Reihe nach. Beginnen wir im Februar, also knapp vor der Corona-Krise. Es läuft für die Wirtschaft und damit auch fürs Budget. Nulldefizit oder gar Budgetüberschuss war ein angepeiltes Ziel der Regierung. Sie rechnet mit Ausgaben von etwa 80 Milliarden Euro und Einnahmen in etwa gleicher Höhe. Noch am 25. Februar, also zur Erinnerung, den Tag, an dem in Österreich die ersten beiden Personen positiv auf Corona getestet werden, verkündet der Bundeskanzler: Wir machen keine neuen Schulden auf Kosten der nächsten Generation. Kaum versprochen, wirft Corona alles über den Haufen. Schnell zeichnet sich ab, die Krise zu bewältigen wird teuer. Die Ausgaben schnellen in die Höhe, die Einnahmen des Staates fallen deutlich geringer aus. Bis Mitte März wollte Finanzminister Blümel eigentlich in einer Budgetrede seinen Finanzplan vorlegen. Doch dazu kommt es nicht. Erstmals seit dem Jahr 1953 findet keine Budgetrede im Parlament statt. Denn ab jetzt wird neu gerechnet in Milliardenhilfspaketen. Am Mittwoch habe ich die gesamte Budgetrede genommen und sie weggeworfen, weil wir gewusst haben, es wird noch ganz anders kommen. Es ist anders gekommen, aber um wie viel anders? Das hat der Finanzminister bis heute nicht gesagt. Er will keine Schätzung abgeben, wie hoch die Einnahmen des Staates heuer sein werden und vor allem, wie hoch die Ausgaben. Schutzschilder, bunte Masken, gar keine Masken. Großer Abstand oder fast gar kein Abstand. Budgetdebatte in Corona-Zeiten, da gibt es kein einheitliches Bild. Auch nicht auf die Sache an sich. 82 Milliarden Einnahmen, 82 Milliarden Ausgaben. Das sind die Zahlen, die zum Beschluss stehen. Die vielen Krisenmilliarden sind da nicht eingerechnet. Ganz bewusst nicht, sagt die Regierung. Ein Budget zum Kübeln ist das, sagt die Opposition und überreicht dazu den passenden Behälter. Wir haben bedauerlicherweise 97 schwarz-grüne Nationalratsabgeordnete, welche am Donnerstag wissentlich ein falsches Budget beschließen werden. Es dürfte der Leitspruch dieser Bundesregierung oder auch der Abgeordneten der Regierungsfraktionen sein: Wenn schon unseriös, dann gescheit. Dann legen wir gleich das Altpapier vor und legen keine neuen Zahlen vor. Während Deutschland das geschafft hat. Deutschland hat vor einigen Wochen sehr wohl ein sehr detailliertes Nachtragsbudget mit einer sehr detaillierten Prognose von Mindereinnahmen und Mehrausgaben, die prognostiziert wurden für heuer aufgrund der Krise, vorlegen und sogar beschließen können. Jede Zahl, die man heute schreibt, ist morgen schon wieder falsch, sagt der Finanzminister. Und? Natürlich ist nicht alles perfekt. Es gibt keine Blaupause für eine Corona-Krise. Es gibt kein Handbuch dafür. Deswegen arbeiten wir auch ständig an Verbesserungen. Alles andere als eine Momentaufnahme wäre unseriös, so der ÖVP-Clubchef. Eine Endabrechnung gibt es derzeit nicht, weder Einnahmen- noch ausgabenseitig. Und ein Kassensturz macht erst im Herbst Sinn. Die Grünen ärgert vor allem, dass die Opposition hier lautstark von einem Fake-Budget spricht, also von einem gefälschten Budget. Und das ist schon eine recht starke Ansage, würde ich meinen, die ich ganz sicher nicht teile. Es gäbe eine Zeit nach Corona. Da zählten dann die alten Budgetschwerpunkte. Und wir gehen jetzt live zu Hans Bürger in unser Analysestudio. Hans, ganz gewiss eine hitzige Debatte, aber wenn man die Emotionen ein bisschen wegstreicht, worum geht es denn im Kern? Schauen wir uns einfach einmal das Bundeshaushaltsgesetz der Fassung 2013 an. Das gilt nämlich derzeit noch, den Paragraphen 28. Und da heißt es ganz klar, die zu erwartenden Mittelverwendungen, die sind ins Budget aufzunehmen. Wörtlich heißt es, in voller Höhe aufzunehmen. Und die Voranschlagswerte sind zu errechnen. Wenn das aber nicht möglich ist, dann kann man es auch schätzen. Das würde der Opposition und der Argumentation der Opposition voll recht geben. Dann gibt es aber noch einen anderen Paragraphen.
darf, eine Paragraph 54 aus dem Jahr 2019 überarbeitet, gilt auch jetzt. Die außerplanmäßigen Mittelverwendungen, die dürfen, ein bisschen schwierig, aufgrund bundesfinanzgesetzlicher Ermächtigung geleistet werden. Das heißt, die Regierung macht einfach ihr Budget und überzieht es dann, wie hoch auch immer, was halt bei der Ermächtigung zur Verfügung steht. Das würde wieder der Regierung Recht geben. Beide haben Recht und beide haben nicht Recht. Eine Einschätzung wäre aber schon, schön langsam müsste es sich doch abschätzen lassen, wie groß ungefähr der Ausfall sein wird, wie groß ungefähr der Überzug sein wird. Die Opposition feuert jedenfalls aus allen Rohren. Ist das für Sie jetzt eine politische Gelegenheit? Ist das das Futter, das SPÖ, FPÖ und NEOS jetzt wegen Corona auch eine Zeit lang gar nicht hatten? Es war ein erzwungener Konsens im Sinne des Staatsinteresses, jetzt mit der Regierung zu gehen. Das hat auch wochenlang gehalten. Dann hat man schon gemerkt, bei den Zugangsbeschränkungen, da war die Opposition schon etwas lauter. Aber jetzt hat sie endlich unter Anführungszeichen ein Thema. Da kann sie wochenlang, monatelang draufbleiben, immer wieder die Regierung dafür kritisieren. Also für die Opposition ist das eher ein unter Anführungszeichen gutes Thema. Danke vorerst, Hans Bürger. Wir sprechen gleich noch weiter, aber zuvor blicken wir auf die Justizministerin, auf Alma Sadic. Sie kündigt heute einen Umbau in ihrem Haus an. Die zentrale Sektion für Strafrecht wird wieder in zwei Teile geteilt, so wie das früher einmal war. Aber das Wichtigste daran ist etwas anderes. Das ist eine Entmachtung. Ja, und zwar die Entmachtung von Christian Pilnatschek. Er hat die Strafrechtssektion jetzt 10 Jahre lang geführt, war aber umstritten. Zuletzt hatte er einen heftigen Zwist mit der Korruptionsstaatsanwaltschaft und das in aller Öffentlichkeit. Kritiker haben seine Ablöse schon länger gefordert. Lange galt Christian Pilnatschek als mächtigster Beamter im Justizministerium, zuständig für Strafrechtsreformen und die Aufsicht über Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Jetzt werden diese zwei Bereiche wieder getrennt und deren Leitung neu ausgeschrieben. Damit setzen wir einen starken Schritt, um die unabhängige Ermittlungsarbeit der Strafverfolgungsbehörden zu stärken, Verfahren effizienter zu gestalten und jeglichen Anschein der Einflussnahme zu vermeiden. Pilnatschek steht schon lange in der Kritik. Die Opposition hatte zuletzt geschlossen seinen Rücktritt verlangt. Im Februar belässt es die Justizministerin noch bei einer Rüge. Als bekannt wird, dass Pilnatschek in der Causa Casinos ÖVP-nahe Beschuldigte persönlich empfangen hatte. Zuletzt ist aber ein E-Mail-Verkehr öffentlich geworden, in dem Pilnatschek anregt, die Arbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft öffentlich schlecht zu machen. Der Streit mit den Ermittlern dort tobt schon länger und wurde teils auch öffentlich ausgetragen, samt Anzeige und Gegenanzeige. Doch Pilnatschek hielt sich im Amt. Er gilt als politisch bestens vernetzt, vor allem in der ÖVP. Die dürfte mit seiner Entmachtung alles andere als glücklich sein. Sadic dazu. Es obliegt natürlich in jedem Ministerium, sich diejenigen Strukturen zu schaffen, die man und die Rahmenbedingungen auch zu schaffen, die man für eine gute und effiziente Arbeit im Ministerium und als Ministerin braucht. Pilnatschek selbst wollte zu all dem keinen Kommentar abgeben, auch nicht zur Frage, ob er sich für einen der beiden neuen Posten bewerben will. Die Justizministerin entmachtet also einen ihrer wichtigsten und höchsten Mitarbeiter. Hans Bürger, noch einmal, warum tut sie das und warum tut sie das jetzt? Es ist letztlich irrelevant, wie der Justizminister, wie die Justizministerin heißt. Wenn der oberste Beamte machtpolitisch fast stärker ist, dann hat das auf Dauer keinen Sinn, diese Zusammenarbeit. Und es waren ja auch diese beiden eben erwähnten Bereiche, die Julian Paschinger erwähnt hat, waren ja immer getrennt. Erst Bandian Ortner hat es zusammengeführt und Bandian Ortner war von derselben Partei wie Pilnatschek und hat sehr viel dessen gemacht, was Pilnatschek ihr vorgeschlagen hat. Das geht nicht. Beide sind jetzt außerdem von verschiedenen Parteien. Diese Zusammenarbeit wäre einfach auf Dauer nicht möglich gewesen. Sadic hat ja ganz deutlich betont, dass das mit dem Regierungspartner abgesprochen ist, aber im Endeffekt schon ihre Entscheidung ist. Warum hat sie das extra so betont? Ich glaube, da kommen wir ein wenig auch auf die Frage von zuerst zurück, rund ums Budget. Auch die Grünen müssen schön langsam aufpassen, dass sie nicht von der Umklammerung, in der Umklammerung der ÖVP erdrückt werden. Und Anschober allein genügt nicht, um aufzuzeigen. Und ich glaube schon, dass es eine Rolle gespielt hat, dass Sadic genau jetzt gesagt hat, Achtung, ich bin die Justizministerin, ich bin eine grüne Justizministerin, so geht das nicht mit mir. Und da jetzt sicher einen starken Befreiungsschlag gesetzt hat, was wahrscheinlich jetzt die Position der Grünen innerhalb dieser Regierung zumindest stärken könnte.
Danke, Herr Bürger, noch einmal für diese Einschätzungen. Das Budget ist dann wohl auch Thema, wenn heute FPÖ-Chef Norbert Hofer zu Gast ist bei Armin Wolf in der ZIB 2 um 22 Uhr. Und schon zuvor im Report ist Frauenministerin Susanne Raab live bei Susanne Schnabel. Und jetzt zu dir, Susanne. Die Zahl der Menschen, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus wieder gesund sind, die steigt weiterhin. Fast 15.200 sind es heute. Und somit sinkt auch die Zahl der derzeit noch Kranken weiterhin. Besonders interessant ist jetzt natürlich vor allem die Zahl der neu positiv getesteten Personen. 38 sind das von gestern auf heute. Wenn wir jetzt einen Blick über die Grenzen werfen und uns anschauen, wie sich die Lage in unseren Nachbarländern entwickelt, da zeigt sich, in Tschechien ist die Zahl der neuen positiven Fälle ähnlich niedrig wie bei uns. 47 waren es hier zuletzt. In Deutschland sind zuletzt 432 neue positive Fälle gemeldet worden. Auch im Sorgenland Italien sinkt die Zahl der neuen positiven Länderfälle weiterhin. 397 sind hier von gestern auf heute positiv gemeldet worden. In Kroatien, wohin es ja normalerweise viele Österreicherinnen und Österreicher im Sommer hinzieht, da sind die Fallzahlen in den letzten Tagen besonders gering. Nämlich kein einziger neuer Fall ist seit gestern dazugekommen. Endlich also gute Nachrichten, aber seit die mehr werden, wird auch das Murren über die teils zu streng empfundenen Corona-Maßnahmen immer lauter. Was ist erlaubt und was ist verboten? Abstandsregeln, Maskenpflicht, Öffnungszeiten. Vieles ist verwirrend und je weniger Corona-Infektionen bekannt sind, umso weniger Verständnis gibt es für die Beschränkungen. Die Bundesregierung will deshalb noch im Juni die nächsten Lockerungen. Das bedeutet, dass wir die Möglichkeit haben, den nächsten Schritt zu machen in Richtung mehr Eigenverantwortung. Was es jetzt braucht, sind wenige Regeln, aber dafür klare Regeln und ein Maximum an Eigenverantwortung und Hausverstand. Gemeinsam mit den Landeshauptmännern aus Kärnten, Peter Kaiser von der SPÖ und Thomas Stelzer, ÖVP in Oberösterreich, werden Gesundheitsminister Anschober und Innenminister Nehammer mögliche Erleichterungen ausarbeiten. Nur falls es dann doch wo zu mehreren Corona-Ansteckungen kommt, dann soll regional schnell und hart mit neuen Verboten wieder reagiert werden. Parallel zu den Lockerungsübungen daheim arbeitet die ganze Europäische Union an möglichst raschen, flächendeckenden Grenzöffnungen. Es ist unsere Verpflichtung, wieder zu dem Schengen-System zurückzukehren, weil die EU eine Gemeinschaft der Freiheit und der Freizügigkeit ist. Staaten wie Italien, die sehr stark vom Tourismus abhängen, verlangen möglichst rasche Öffnungen. Aber einen sonnigen Sommer wie damals mit grenzenloser Reisefreiheit in ganz Europa wird es heuer noch nicht geben. Doch zumindest einige Freiheiten haben wir inzwischen wieder zurückbekommen. Und am Freitag treten die nächsten Corona-Lockerungen in Kraft. Ab dann ist wieder endlich Kultur möglich. Veranstaltungen mit 100 Zuschauern sind erlaubt. Ab 1. Juli mit 250 Zuschauern und ab 1. August dann mit noch mehr. Aber wann wieder groß gefeiert werden kann, also Geburtstage, Firmen oder Hochzeitsfeiern, das ist derzeit noch ungewiss. Und so gar nicht zum Feiern zumute ist auch vielen Amateurfußballern. Denn wann es für sie wieder läuft, ist auch noch nicht klar. Erlaubt sind nach wie vor nur Kleingruppentrainings. Aufgrund der 2-Meter-Abstandsregel ist ein Fußballspiel, wie man es sonst kennt, für Hobbykicker nicht möglich. Angesichts der sinkenden Infektionszahlen und der Lockerungen in anderen Bereichen sei das aber nicht nachvollziehbar, so der Obmann der größten Amateurfußballorganisation in Wien. Wenn ich nur ans Gasthaus denke, und ich vergönne es jedem, dass er ins Gasthaus gehen darf, aber ich darf mich zu 3 völlig fremden Menschen dazusetzen, weil ich darf ja auf einem Vierertisch Platz nehmen und ohne irgendwelchen Sicherheitsabstand. Für den Infektiologen Heinz Burgmann, Berater der Taskforce im Gesundheitsministerium, geht es vor allem ums Abstandhalten. Stichwort Tröpfcheninfektion. Wenn das nur kurzfristiges, sage ich jetzt einmal, körperbetontes Spiel ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit gering. Wird gespuckt, wird mit Sekreten herumgeworfen, sage ich jetzt einmal, auch dann kann es natürlich wieder zur Infektion kommen. Im Gesundheitsministerium wird bis Freitag an einer neuen Verordnung gearbeitet. Dass es da bereits für den Hobbyfußball zu Lockerungen kommen wird, damit ist aber nicht zu rechnen. Wir haben viele, viele, viele tausend Anfragen hier im Gesundheits- und Sozialministerium. Und es gibt eine Nummer 1 bei diesen Anfragen und das ist
die Frage der Hochzeiten. Es betrifft immerhin 46.000 Hochzeitspaare in diesem Jahr. Es gibt ja nicht nur für Hochzeiten noch keine Regelungen, sondern auch für Familienfeiern, Geburtstagsfeiern und Ähnlichen. Und ich glaube, man sollte da jetzt einen Zeitplan skizzieren, um auch für die Gastronomie und Hotellerie einen dementsprechenden Plan liefern zu können. Zu Hochzeitsfeiern soll es bereits am Freitag neue Details geben. In ärgsten Nöten ist durch die Corona-Krise auf jeden Fall die Luftfahrt. Das zeigt sich auch bei der Auer. Da haben die 3000 Beschäftigten des Bodenpersonals einem Sparpaket zugestimmt, das ihnen einen zeitlich befristeten Gehaltsverzicht abverlangt. Insgesamt will die Auer bis 2024 300 Millionen Euro einsparen. Auch bei Laudamotion läuft jetzt doch noch ein letzter Rettungsversuch für den Standort Wien mit der Gewerkschaft. Viele Krisengespräche, aber bald dürfen die Airlines auch wieder fliegen. Und da ist jetzt klar, ohne Maske geht auch über den Wolken nichts. Gähnende Leere heute Vormittag am Flughafen Wien. Eine Handvoll Flüge ist angekündigt, die wenigen Passagiere verlieren sich im Terminal 3. Es gibt Plexiglasscheiben zum Schutz der Angestellten, Handdesinfektion und Abstandsregeln, die jetzt noch ziemlich einfach einzuhalten sind. Im Juni will auch die Auer wieder abheben, dann aber, ähnlich wie bei anderen Airlines, mit Mund-Nasen-Schutz. Zum aktuellen Zeitpunkt wird ein Flug ohne Mund-Nasen-Schutz nicht möglich sein, zur Sicherheit der Passagiere, aber natürlich auch zum Selbstschutz und zum Schutz unserer Mitarbeiter. Der Sitz in der Mitte einer Dreierreihe wird nicht zwingend frei bleiben. Es wäre recht schwierig, wenn wir diesen Mittelsitz blockieren müssten, eben aus wirtschaftlicher Sicht, weil wir die Kapazitäten nicht nutzen könnten. Nicht kommen sollen Temperaturmessungen vor dem Einsteigen. Es soll auch alles ganz flott gehen, damit sich die Leute nicht dicht drängen. Deshalb überlegt man noch, ob künftig nicht alle Gepäckstücke aufgegeben werden müssen, außer einer Handtasche. Auch hier werden wir die Gepäcksprozesse im Detail prüfen, werden checken, inwiefern wir die Mitnahme von Gepäckstücken in den Flügen weiterhin ermöglichen können oder ob hier Adaptionen vorgenommen werden müssen. Auch beim Bordservice wird man die neue Normalität wohl spüren. Wie genau, darüber denkt man bei der Auer derzeit noch nach. Die Flugbranche ist in der Krise, aber die Fleischindustrie um nichts weniger. Die Corona-Fälle in Schlachthöfen in Deutschland und den Niederlanden, die häufen sich. Der Hintergrund ist nicht die Hygiene bei der Arbeit, sondern die Hygiene in der Unterkunft. Schlecht bezahlte Leiharbeiter hausen da oft in ziemlich schwierigen Unterkünften und da kann das Virus grassieren. In einem einzigen Schlachthof an der Grenze zu Deutschland sind 147 Mitarbeiter positiv getestet worden. Den grünen Weg hat sich der Schlachthof von Chrunloh aufs Dach geschrieben. Hier, nahe der deutschen Grenze, wird also auch Biofleisch zerlegt von mehr als 600 Mitarbeitern. Derzeit aber von keinem einzigen, denn der ganze Schlachthof ist stillgelegt, weil 147 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet wurden. Ein weiterer Fall also, der Missstände einer gesamten Branche aufzeigt, kritisiert die Gewerkschaft. 80% von der Werkflur in der Fleischindustrie. 80% der Mitarbeiter sind Migranten. Diese Menschen leben in engen Gruppenunterkünften und dann werden sie in Kleinbussen in Betriebe gekarrt, wo sie den ganzen Tag wieder in einer Umgebung arbeiten, wo der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einfach nicht einzuhalten ist. In den meisten Fällen besorgen Arbeitsvermittler die Unterkünfte, vielfach in Deutschland. Mehr als die Hälfte der niederländischen Infizierten lebt über der Grenze. Auch dort kennt man das Problem längst und auch den Betreiber des Schlachthofs von Chrunloh, die Vion-Gruppe. Sie hat auch in Deutschland Schlachthöfe, wo bereits Dutzende von Mitarbeitern mit Corona infiziert wurden. Neue Konzepte von allen Betrieben fordern nun die Niederlande. Für die Arbeit im Betrieb, die Anreise zum Betrieb und die Unterkunft. Wer die nicht liefert, wird geschlossen. Im Moment hat das Schlachtlein platt. Droht die Landwirtschaftsministerin. Dauerhaft und nicht nur für ein paar Wochen Quarantäne. Die Corona-Krise stürzt auch viele Kinder und Jugendliche in die Krise. Das zeigt die alarmierende Bilanz des Beratungstelefons 147 Rat auf Tat. Die Zahl der Anrufe ist im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel gestiegen. Die Kinder berichten über Ängste, psychische Erkrankungen bis hin zu Selbstmordgedanken. Und auch Gewalt in der Familie ist ein großes Problem. Ängste und Sorgen haben viele Kinder und Jugendliche geplagt, die im April bei Rat auf Draht angerufen haben. Angst, dass sie beim Lernen nicht mitkommen, dass sie dann im nächsten Schuljahr den Anschluss nicht finden werden. Aber auch die große Sorge, dass sich irgendein naher Familienangehöriger anstecken könnte. Existenzängste, wie wird es weitergehen mit der Lehrstelle. Mehr Beratungsgespräche als sonst hat es zu psychischen Erkrankungen und wegen Suizidgedanken gegeben. Auch Gewalt in der Familie war ein großes Thema. Kinder sind angeschrien worden, beschimpft worden,
Es hat da verbale Übergriffe gegeben, aber auch die körperliche Gewalt. Auch da haben wir gemerkt, dass es einen Anstieg gegeben hat. Das ganze Ausmaß der Probleme werde sich erst jetzt zeigen, wo Kindergärten und Schulen wieder geöffnet sind, fürchtet SOS Kinderdorf, das Rad auf Draht betreibt. Es brauche mehr Unterstützung für Familien und Schulen. Es können nicht Lehrer und Lehrerinnen jetzt die Aufgaben von Schulsozialarbeiterinnen, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen übernehmen. Das heißt, hier ist auch dringend ein Ausbau notwendig. Das sei auch im Regierungsprogramm vorgesehen und müsse jetzt endlich umgesetzt werden. Die Corona-Krise trifft nicht zuletzt auch die Medien. Und da stellt sich die Frage, wie guter Journalismus aussehen muss in so unsicheren Zeiten. Der ORF geht dem nach in 6 Diskussionsforen. Heute war der Start. Auf ORF3 sind ab Samstag Aufzeichnungen dieser Debatten zu sehen. Das Funkhaus in Wien, als es erbaut wird, herrscht Diktatur in Österreich. Ein wenig sieht man es noch, die Fronten, die Fluchten. Der Ständestaat baut sich damals eine Bühne. Keine kritische Instanz. Jahrzehnte der Demokratie ändern das, doch eine Krise wie Corona stellt die Frage wieder, was ist die Rolle der Medien in Zeiten der Pandemie, wie schmal ist der Grat zwischen Verlautbarung und Kritik? Mein Eindruck ist, je mehr die Krise voranschreitet, desto mehr kehren Medien wieder zu ihrer normalen Funktion zurück und schauen auch genau hin, werfen viele kritische Fragen auf. Die aktuelle Krise zeigt sich auch im Format der Gespräche. Ein Saal ohne Publikum, Auseinandersetzung auf Distanz. Was lehrt Corona? Ich glaube, man hat schon gesehen, dass erstens klassische Medien in so einer Zeit eine ganz besondere Rolle spielen, dass sich die Bevölkerung nicht auf Social Media verlassen will und dass öffentlich-rechtliche Medien mit ihrem hohen Vertrauen, das sie wie bei uns haben, eine ganz besondere Rolle spielen. Journalismus in Zeiten des Ausnahmezustands. Ab Samstag sind die Dialogforen auf ORF3 zu sehen. Am 4. Juni startet der Ibiza-Untersuchungsausschuss. Heute sind die Details präsentiert worden. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der dem U-Ausschuss vorsitzen wird, weist auf den Vorwurf der Befangenheit zurück, den die Opposition geäußert hat. Zuletzt warfen die Neos Sobotka eben mögliche Befangenheit und Nähe zu Novomatic vor. Der Ausschuss, der die politische Verantwortung rund um die Ibiza-Affäre klären soll, beginnt dann eben am kommenden Donnerstag. Die ungarische Regierung will den nationalen Notstand im Juni aufheben. Damit sollten auch die umstrittenen Corona-Sondervollmachten für Ministerpräsident Orbán entfallen. Er kann seit Ende März durch Notstandsregeln per Dekret regieren. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zur Vorwoche um immerhin 9.000 Menschen gesunken. Aber noch immer haben mehr als 523.000 Menschen in Österreich keinen Job. Die Corona-Kurzarbeit wurde dann um 3 Monate verlängert. Anträge können ab 1. Juni gestellt werden. Heute war der 2. Tag der Matura und der 1. Tag mit einer zentralen Prüfung, nämlich in Deutsch. 40.000 junge Erwachsene haben diese Reifeprüfung abgelegt. Morgen und übermorgen kommen dann Englisch und Mathematik dran. Erstmals wird zur Note auch das Abschlusszeugnis mit eingerechnet. Dieser Fall hat im vergangenen Jahr für viel Aufsehen gesorgt. Ein Urologe aus dem Salzkammergut soll 109 Buben sexuell missbraucht haben. Heute hat der Prozess am Landesgericht in Wels begonnen. Die Anklage wirft ihm teils schweren sexuellen Missbrauch vor. Außerdem soll er Kinderpornos gefilmt haben und den Minderjährigen Drogen gegeben haben. Ihm drohen bei einem Schuldspruch bis zu 15 Jahre Haft. Über 19 Jahre lang soll der Urologe 109 Buben sexuell missbraucht haben. Zu den jungen Patienten pflegte er ein freundschaftliches Verhältnis, interessierte sich besonders für sie, wie ein Betroffener letztes Jahr in einem Interview erzählt. Wie es privat und so alles in Ordnung ist und ja, aber ich habe ihm vertraut. Viele der Burschen, 40 davon waren unter 14 Jahre, haben die sexualisierten Handlungen des Mediziners als normal wahrgenommen. Das könne zum einen daran liegen, dass Täter sexualisierte Handlungen meist erst schleichend einführen und so die Wahrnehmung der Kinder verwirren. Zum anderen hätten Kinder häufig noch keine Worte, um derartige Erfahrungen zu beschreiben. Und auch muss man dazu sagen, dass auch heute Kinder 5 bis 7 Anläufe brauchen, bis ihnen jemand glaubt, dass da Missbrauch oder schwere sexuelle Übergriffe passiert sind. Weil wir alle
uns das nicht gerne vorstellen wollen. Ja. Wichtig sei es, wachsam zu sein und sich rechtzeitig therapeutischer Hilfe zu holen, sagt die Psychologin. Denn auch schwere Missbrauchserfahrungen können überwunden werden. Kommen wir zur Kultur jetzt und zu Hubert von Geusern. Der hat schon viele Rollen gegeben. Er war der Alpenrocker, er hat in der afrikanischen Wüste nach Klängen gesucht und sie auch gefunden. Er ist politischer Liedermacher. Und jetzt ist er auch Autor. Nach Jahrzehnten auf der Musikbühne hat er unter seinem bürgerlichen Namen seinen ersten Roman geschrieben. Er heißt Flüchtig. So kennt man den 1952 im Salzkammergut geborenen Musiker Hubert von Geusern mit bürgerlichen Namen Hubert Achleitner. Nach 2 Jahren Rückzug und Schreibarbeit hat er sich auf ein neues künstlerisches Terrain begeben. Es hat mich gereizt, seit vielen Jahren sowas zu machen, und ich bin immer mit dieser Botschaft an mich durchs Leben gegangen, ich könnte, wenn ich wollte. In Rückblicken und Erinnerungen steht im Roman eine Dreiecksbeziehung und die Liebe in all ihren Facetten im Mittelpunkt. So bricht etwa die 55-jährige Protagonistin namens Maria aus ihrem Alltag aus und auf. Es ist ein die Tür öffnen und neugierig sein wieder und sich wieder auch zum Kind machen mit dieser Neugier, das Leben und die Welt zu erfahren. Starke Frauen geben im Buch den Ton an. Weitere Themen, die Achleitner darin beschäftigen, sind Religion und wenig überraschend Musik. Und wenig überraschend ist auch, wie es jetzt hier weitergeht. Nämlich mit den Hinweisen. Da gibt es Ideen, die nächste Ski-WM schon jetzt zu verschieben von 2021 auf 2022. Was der Präsident des Internationalen Skiverbandes dazu sagt, das sehen Sie gleich im Sport. Christa Kummer hat gleich die Wetteraussichten für uns. Und wir alle hier wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.